So, ich glaube, wir müssen da zurück. Oh moin, erstmal speichern. Kein Bock, die Scheiße nochmal zu machen. So. Nein. Hallo, willkommen in meinem kleinen Lagerkämmerchen für den täglichen Oberschuppenbedarf. Und wenn du hier schon staunst, dann warte nochmal ab. Der Tür erwartet. Normal ist der Zutritt zum Hose jetzt bei ihr streng verboten, besonders für dich. Da habe ich Sicherheitssystem installiert, das eigentlich viel zu kompliziert für dich sein sollte. Dazu gehören die Säulen hier. Aber wie funktioniert das nochmal mit den Säulen? So, Säule, mach einfach mal was aus dem. Also klar. Was gibt's hier denn für Optionen? Jawohl. Gut gemacht, dieser Dilettant von einem Sicherheitsexperten wird später was zu hören bekommen. Na dann, Hausherrn vor. Heiliges Origami-Papier, ich traue meinen Augen nicht. Was genau soll das eigentlich sein? Geduld, Spritzkörnchen. Grünchen, alter Bruder. Das wirst du schon noch sehen. Mario, hergehört. Du darfst wieder die Schmutzarbeit für mich machen. Los mir nach. Schmutzarbeit. Den linken Knopf, den musst du für mich drücken, dann sind all unsere Probleme gelöst. Drück ihn. Okay. Das ist ein Luftschiff. Ja. Auf geht's. Seht hin und er zittert. Mein brandneue tiptop moderne Superluftgaleere. Sieht toll aus. Und damit fliegen wir dann ja. Da guckst du, Mario, was? Wahrscheinlich hätten wir dir damit mal so richtig das Fürchten gelehrt. Weil das können wir immer noch. Mach an Bord ein bisschen die Augen zu, ja? Ui, auf der Luftgaleere bist du also auch der Saubermeister, wie? Ich bitte dich, Olivia, dies ist kein schmödes Putzwerkzeug, sondern ein Flugintensil Arcana macht. Wobei das Deck tatsächlich dringend mal gefegt werden müsste. Platz da. Bereit zum Dienst, Captain. Bobby, bist du das? Bobby, wie kann das sein? Nix, Bobby, das sind alles die gleichen. Ich sehe Gespenster. Wie kann es so viele Bobbys geben? Alter, ist die behämmert. Weil ich dachte, Bobby wäre vor, nachdem mein Leben mit einem großen Knall geendet hat.
Kann es sein, dass du mich mit einem anderen Bob-Bomb verwechselst? Falls ja, nicht so schlimm. Sowas kommt öfter vor. Wir machen unseren Job und wenn der erledigt ist, der nächste Bob-Bomb dran. Alles, was uns bleibt, ist diese Welt mit einem Riesenknall zu verlassen. Tantchen. Na, wenn du das sagst, werde mich einfach nicht zu sehr den Kopf darüber zerknittern. Schön, dich wieder zu haben, Bobby. Und danke für alles. Stärken alle an Bord, Kurs setzen, Pilzpalast. Und ihr zwei, wenn ihr bereit seid, heißt Leinen los, nichts Mächtiges essen, claro. Kurvenlage von dem Kahn ist nicht zu verachten. Möchtest du hier nicht vielleicht dein Spiel speichern? Ah, achso, kommen wahrscheinlich gleich direkt der Endgegner, oder was? Na, läuft. Okay, Bruder, los geht's. Das sind ja unsere Ehrengäste, kann der Spaß losgehen? Ja. Matrosen hergehört, Leinen los und Motoren an. Okay. So, auf geht's. So lobe ich mir das. Dann mal Kurs genau auf die Vulkanspitze. Durchstarten. Wie wundervoll, ich kann kaum glauben, dass dieses schwere Schiff durch die Luft fliegt. Der Geben muss mich schon anstrengen, um nur ein bisschen zu schweben und dieses Schiff ist riesig. Das passt zu dir, Bowser. Recht hast du, Schnipsel. Das stärkste und ineffizienteste Schiffchen der Welt und ich bin stolz drauf. Das gute Stück fliegt schneller als eine Rakete. Ich kann euch nicht mal eine Bordtour anbieten, weil wir schon fast da sind. Captain Bowser, Feind voraus. Haufenweise Feind voraus. Papierflieger. Na und, denkst du etwa, die Schiffskanonen sind nur Garnitur? Ballermänner und laden Feuer. So. Kinderspiel, nicht mal der Lack ist angekratzt. König Cap, da kommen noch mehr. Schlechte Verlies sind das, mehr nicht. Mario, mach dich mal nützlich, wenn du schon auf meinem Schiff liegst. Los, mir nach. Sollte aber jetzt Call of Duty mäßig die Viecher abballern oder was? Du wirst meine Lieblingskamera abfeiern, vermassel das bloß nicht. Gutes Stück lässt sich mit Bewegungssteuerung oder mit dem linken Stick bedienen. Das darf sein. Linker Stick, aber sowas von. Ist gerne am Feuer frei. Okay. Ja, alles klar. Ist nicht sonderlich kompliziert, oder? Doch, Call of Duty ist am Start, Mann. Oh, sauber. Ah ja.
Skelett ist. Was ist das denn? Oha. Hilfe! Okay. Komm noch mehr. Okay. Okay. Was ist das? War es das? Das ist ja die Frage. Nein, von unten, Bruder. Stürz ab, du Schmutz! Ist das besiegt? Sayonara, blödes Ding! Oh nein, es wird uns rammen! Vater, Alter! Mega klasse, endlich geschafft! Das haben wir alles nur Papas toller Luftgaleere zu verdanken, damit das klar ist. Wobei Mario ein wirklich famoser Schütze war, bei meinem Wams. Und nun Abflug, hey Junge, Hess. Junges Herr, junger Herr, whatever, ich kann nicht mehr lesen, Bruder, ich bin durch. So, das war klasse mal, du hast das ganze Schiff gerettet und die Explosionen von diesen Lobbys waren auch nicht ohne. Dass ich nicht lache, ohne mein prächtiges Schiffchen hätte Mario blöde aus der Latzhose geschaut. Captain, großer König, Pilz vor das Gesicht, wir gehen Landeanflug. Ach ja. Bein von Backward, RAM, Geschwindigkeit. Ah ja.
Oha! Also, wir haben es nicht hochgeschafft, wie immer. Noch eine Bruchlandung. Ich meine, na sowas. Eine Bruchlandung. Ist seine Bowserhaftigkeit gar nicht hier? Ach nö, das mit den Luftgaleere wird Papa gar nicht schmecken. Die Versiegungskosten sind eh schon so hoch. Und wo sind wir überhaupt? Wir waren fast beim Pilzpalast. Es sollte also rein theoretisch nicht mehr weit sein. Was ist los, Mario? Ist das nur du oder ist hier tatsächlich unheimlich heiß? Ah, die Welt brennt. Nun, ich denke, dafür gibt es eine simplere Erklärung. Wir müssen den Pilzpalast verpasst haben und sind direkt im Vulkan gelandet. Hey, hier oben. Ich bin's. Vergesst das olle Schiff. Ich baue wie immer einfach ein neues. Kommt einfach rauf zu mir. Ich muss euch was zeigen. Aber dir geht's gut. Ich habe schon Angst gehabt, dass sie dich noch klein gefalten. Kleiner verhalten. Wir sind gleich da. Wie ärgerlich in diesem ganzen Tor. Wo sind uns meine Besen und die Clownkutsche des jungen Herrn abhanden gekommen? Wir hätten uns wohl per Pedes fortbewegen müssen. Okay. Okay. Hoch hier am Rand ist es wirklich heiß, Mario. Ich mache mir Sorgen, dass dir etwas passieren könnte, wenn du hineinfällst. Okay. Deswegen um mit dem Ding. Hey, Bruder, so, jetzt ab. Yay. Hey, wir sind das viele. Was machen die denn jetzt? Oh, oh. Es ist zu eng, da kommen sie nicht durch mit ihren Körpern. Hör auf zu kickern und lauf lieber, wir müssen hier weg. Ja, würde ich auch sagen, let's go. Oh nein, sie kommen! Ich hab da Kohle liegen lassen, Bruder. Oh scheiße, Bruder. Ah, scheiße, Bruder! Das wird sehr dramatisch. Ah ja. Ich halte sie auf. Ihr anderen seht zu, dass sie hier zu seiner Lieblosigkeit gelangt. Das machen wir. Danke, Carmen. Dankeschön. So. Hier rüber. Oder hier rüber. So, mal schauen. Ah, das hält dann immer lang. So. Was das? Oh, Bowser opfert sich auch. Also Baby Bowser. War sowieso ein Schlimm für ein kleines Kämpfchen. Sag mal, was ihr drauf habt, ihr Knalltüten. Pass auf dich auf, Junior. Junior! Er wurde überrannt. Oh, Bruder. Oha. Ja, also Kamek und Junior, ich habe gesehen, was passiert ist. Die kommen schon klar. Ich will hier nicht groß über meine Erziehungsphilosophie quatschen, aber Kinder müssen auch mal ein Risiko eingehen dürfen. So, jetzt schaut euch das mal an. Die Hauptkanone der Luftgeleere ist noch okay. Das klingt jetzt vielleicht verrückt, aber wenn wir das reinsetzen, können wir uns direkt durch die Decke schießen. Und dann sind die direkt im Pilzhaus. Also, wer ist dabei? Okay.
Ab geht der Spaß. Ups. Na, seht ihr? Wäre schon nett, wenn meine Ingenialität auch mal gewürdigt werden würde. Also ich finde dich ganz toll, Bowser. Ich bin beeindruckt, dass du so viele Schergen als dein Gefolge hast, wo du doch ein Gesicht bist. Aber erstmal kurz durchhalten. Wir müssen meinen Bruder aufhalten und Prinzessin Peach retten. Okay, ich würde sagen, wir speichern als allererstes mal. Finde ich immer gut. So, jetzt bräuchten wir mal den Schlüssel für den Pilzpalast vom Luigi. So, hier ist erstmal die Röhre, mit der kommt ihr dann zurück. Ins Museum eigentlich. So. Ja, genau. Ja, schöne Pleite, das fehlt gerade noch. Was denn? Ist etwas abgeschossen? Dann brauchen wir einen Schlüssel zum Pilzpalast. Warum klingt das so bekannt? Oh, wir haben so viele andere Schlüssel gefunden. Warum nicht diesen? Mario! Da kommt er doch. So, jetzt hat er aber. Das ist diesmal der richtige Schlüssel. Du kommst genau richtig, Luigi. Wir freuen uns, dich zu sehen. Halt dich fest, Bruder. Jetzt der Schlüssel, den ich die ganze Zeit suchte. Rat mal was. Ich hatte in der Hosentasche. Den habe ich immer... Was? Schmutz. Ich habe ihn nicht gefunden, konnte ihn nirgendwo finden. Tut mir wirklich, aber irgendwo muss er doch sein, oder? Mach dir keine Gedanken, Luigi, du hast dein Bestes gegeben. Der ist da hinten in deinem Auspuff, Bruder. Jawohl, Pilzpalastschlüssel läuft. Kein Wunder, dass dein Kart so lahm ist. Wie lange hattest du das Ding da im Auspuff? Er war die ganze Zeit dort drin. Meine ganze Suche war umsonst. Naja, du hast uns alle anderen Schlüssel gefunden, immer wenn wir sie gerade gebraucht haben. Das hat uns oft weitergeholfen. Und jetzt hast du den richtigen Schlüssel zur richtigen Zeit gebracht. Toll, Luigi. Wirklich? Boah, das ist ja... ich meine, keine Sorge, große Sache, Bruderherz. Ich habe wohl einfach Glück gehabt. Wenn es nur Glück war, ist es ja wirklich keine große Sache. Los jetzt, ab in den Pilzpalast. Alright. Möchtest du hier nicht vielleicht ein Spiel speichern? Nein, ich entscheide das. Ich habe schon gespeichert. So. Zack. Und rein geht's. So, jetzt sind wir wieder da, wo wir am Anfang waren, Freunde. Hallo? Da ist wieder Peach. Endlich bist du hier, Mario. Ich bin ja so froh, so froh. Prinzessin, ich komme. Schmutztyp. Fällt zweimal selbst Schmutz rein. Folgt mir. Aber so nicht, oder? Neulich wurde die Ehre einer persönlichen Einladung von König Olli zuteil. Kommt und werdet Zeugen eines einzigartigen Moments. Der wäre... Ah ja. Das Schloss wird Origami. Super Auftritt. Origami-Schloss. Ich kann es kaum glauben, er hat den Pilzpalast zu einem ganz persönlichen Origami-Schloss zusammengefaltet.
Eva scheint, mein Bruder ist ernst zu meinen mit seinem Plan. Alles in Ordnung. Alles in Origami zu machen. Weil das ist jetzt eben gefaltet. Na und, es ist immer noch der Pilzpalast. Dein Bruder und Prinzessin Peach sind nach wie vor noch drin. Und wir holen sie jetzt da raus.